Ich freue mich sehr und ich werde mich eben heute mit der Frage beschäftigen, ob Klimaschutz vielleicht dem Klima schadet und natürlich, wenn ja, unter welchen Bedingungen. Und werde mich eben insbesondere damit befassen, wie grünes Konsumentenverhalten, also Sachen, die Sie und ich vielleicht tun, um Klimawandel zu vermeiden und auch Großprojekte wie die deutsche Energiewende eben tatsächlich zum Klimaschutz beitragen oder vielleicht auch genau das Gegenteil von dem bewirken, was eigentlich beabsichtigt ist. Und natürlich unterwegs immer mal wieder kurz inhalten und gucken, was ist so der Beitrag dieser ökonomischen Analysen, die dahinter stehen, wo müssen sich die Ökonomen Anleihen bei anderen Wissenschaften machen, wo hapert es noch, wo sind Grenzen, was wissen wir schon und vor allem, was wissen wir auch noch nicht. Und das wird, glaube ich, auch eine der wichtigen Sachen sein heute, um einfach herauszufinden, wo auch noch Bedarf besteht, sowohl auf ökonomischer Seite als auch von anderen Disziplinen gesehen, noch weiter zu forschen und zu schauen, welche Fragen denn da auch noch offen sind. Und am Ende natürlich hoffe ich, dass wir noch Zeit haben, ein bisschen miteinander darüber zu reden und Sie an mich Fragen zu stellen. Wenn Sie unterwegs schon irgendwie was ganz Wichtiges loswerden wollen oder eine Verständnisfrage haben, im Prinzip gerne, aber ich möchte unterwegs nicht in große Diskussionen einsteigen. Ich würde mir die lieber dann für den Ende des Vortrags aufsparen. Okay, so ganz kurz zur Gliederung. Ich werde nochmal ganz paar kleine Worte zu mir selber sagen. Ein paar wurden schon obsolet durch die nette Vorstellung. Dann werde ich ganz kurz betrachten, was so ein ganz, ganz traditioneller Ansatz ökonomischer Theorie ist auf Klimaschutz, nämlich den öffentlicher Güter. Und da kann man schon ein paar Sachen lernen, aber eben ein paar auch noch nicht. Dann möchte ich kurz auf intrinsische Motivation zum Klimaschutz eingehen, die eben versucht, das traditionelle Modell ein bisschen zu erweitern. Dann angewandt auf grünes Konsumentenverhalten, schauen, was das für Effekte hat, insbesondere unter der Berücksichtigung von eben europäischen Rahmenbedingungen wie dem Emissionshandel für Kohlendioxid und werde dann einen kleinen Sprung machen, eben hin zu, weg von individuellen Aktionen hin zu großen gesellschaftlichen Projekten wie der Energiewende, wieder im Kontext von den entsprechenden Rahmenbedingungen, insbesondere des Emissionshandels und werde dann am Ende eben Fazit ziehen und schauen, okay, was bringt uns hoffentlich die Zukunft, wo sollte die Ökonomie über ihre Grenzen schauen und in welchen anderen Disziplinen gibt es unter Umständen wichtige Bausteine für eine weitere Analyse. Dann ganz kurz unterwegs werde ich ab und zu mal Sachen sagen, die schon etabliert sind, da gibt es Literatur zu, die sind irgendwie theoretisch oder empirisch oder experimentell belegt. Dann werde ich die entsprechenden Quellen angeben. Ein Teil des Vortrags bezieht sich auf Dinge, an denen ich im Moment gerade arbeite. Dann werden Sie rechts oben einen kleinen blauen Schild sehen, das sagt Work in Progress. Also da habe ich schon was ausgerechnet oder was gemacht und ich bin mir auch relativ sicher, dass es stimmt. Aber es ist halt noch nicht abgesegnet im Sinne, es ist nicht publiziert, Sie können es auch gegebenenfalls noch nicht nachlesen, weil ich es noch nicht sauber aufgeschrieben habe und so weiter. Also im Zweifelsfall mit Vorsicht zu genießen. Und dann gibt es noch als Steigerung dazu Sachen, über die ich schon nachgedacht habe, aber noch nicht wirklich dran gearbeitet. Und da kommt dann ein kleiner Button, um Sie darauf hinzuweisen. Nur damit Sie auch differenzieren können, welche Aussagen nur in meinem Kopf existieren und welche vielleicht auch etwas mehr validiert sind. Dann ganz kurz zu mir und eben nicht so die ein paar Stationen am Anfang wurden weggelassen, wie Sie vielleicht hören, ich komme nicht aus Hamburg, sondern mehr aus dem Süden. Ich habe mich als Zivi im Umweltschutz engagiert und dann eben die Punkte wurden alle schon erwähnt. Ich war in England für etwa 5 Jahre und bin jetzt eben seit April hier in Hamburg und im Fachbereich Sozialökonomie tätig. Dann, was mache ich so forschungsmäßig? Ich bin Umweltökonom, ich befasse mich hauptsächlich mit Umweltregulierung, mit Umweltpolitik und Innovation und vor allem wie eben Umweltpolitik und Regulierung sich auf Innovationsanreize, auf Diffusionsanreize und so für saubere Technologien auswirkt. Ich habe auch ein paar Papiere geschrieben zu intrinsischer Motivation,
im Umweltschutz hauptsächlich experimentelle, aber jetzt hat eben auch ein, zwei theoretische Papiere. Und ich habe ein bisschen was gemacht zur Bewertung von städtischen oder von Grünanlagen im urbanen Raum. Also was ist so der Wert von sowas wie Planten und Blumen? Warum baut man das nicht einfach zu und schöpft die ganzen Gewinne ab? Weil ich meine, der Grund da ist extrem viel wert. Da könnte man richtig schöne in begehrter Wohnlage Häuser oder Büros bauen. Und die Frage ist, was ist so der gesellschaftliche Wert von derartigen Grünflächen? Hat aber mit dem heutigen Thema relativ wenig zu tun, würde eher in die Diskussion heute Abend passen. Und methodisch, ich mache so fast alles, was mir hilft, die Fragen, die mich interessieren, zu beantworten. Meistens heißt das, ich mache Theorie und dann irgendwie alle möglichen Formen von Theorie, also Spieltheorie, verschiedene Gleichgewichtsmodelle. Ich habe auch schon dynamische Optimierung gemacht, ist allerdings schon ein bisschen her. Ich habe verschiedene Arten von Experimenten gemacht, eben im Labor, aber eben auch draußen. De facto hier in dem Fall waren Supermärkte. Und ich habe auch schon ein bisschen empirisch gearbeitet, allerdings ist das nicht unbedingt meine Stärke. Und genau, in dem Kontext hier natürlich auch relevant, wie sieht es aus mit den anderen Disziplinen? Naja, ich habe mal zwei Studiengänge ausprobiert und dann wieder abgebrochen, hauptsächlich aus Zeitgründen. Aber ich habe mit verschiedenen oder mit Vertretern verschiedener Disziplinen zusammengearbeitet und auch publiziert. Ich gehe immer mal wieder auf Konferenzen von relevanten Nachbardisziplinen und trage da auch vor und höre mir natürlich Sachen an und unterrichte schon seit Jahren immer wieder in unterschiedlichen interdisziplinären Studiengängen in England an zwei Unis und natürlich in Hamburg im Bachelor Sozialökonomie und in den entsprechenden Masterstudiengängen. Okay, so viel zu mir. Dann, Entschuldigung, das Wichtigste. Mainstream, naja, und in dem Kontext hier muss ich ganz klar sagen, ja, ziemlich sicher. Ich hoffe, ich bin aufgeschlossen am Mainstream, aber das liegt natürlich dann an Ihnen, das zu beurteilen und nicht unbedingt an mir. So, zum Thema. Klimaschutz ist, wenn man so das Instrumentarium der Ökonomie betrachtet, ganz klar als öffentliches Gut zu bezeichnen. Wird durch Treibhausgasemissionen verursacht und, naja, jeder Mensch verursacht Treibhausgasemissionen. Nicht nur einfach durch die Atmung, das ist trivial, durch seine Lebensweise, Konsum, Transport und so weiter, Freizeitgestaltung, verursacht jeder und jede von uns CO2-Emissionen. Nicht jeder gleich viel, aber jeder tut's. Das heißt, wir haben es hier mit einem Gut zu tun oder gut im Sinne von, wenn wir versuchen, Treibhausgase zu vermeiden, ist es ein Gut, wenn es darum geht, Emissionen auszustoßen. Das ist genau das Gegenteil, nämlich was als negativ zu bewerten ist, zu dem wir alle beitragen. Nicht nur wir hier im Raum, sondern alle Menschen auf der Erde und davon gibt es eine ganze Menge. Und wie Sie vielleicht wissen, oder wenn auch nicht, wenn man so ein öffentliches Gutproblem hat, zu dem ganz, ganz viele Individuen und Entscheidungsträger beitragen, dann ist es extrem schwierig, um nicht zu sagen, aus ökonomischer Perspektive sogar ausgeschlossen, dass man dieses öffentliche Gutsproblem durch freiwillige Aktionen lösen kann. Weil jeder Einzelne und jede Einzelne erstmal keinen eigenen Anreiz hat, diesen Beitrag zu leisten. Warum ist das der Fall? Weil es so viele von uns gibt, die Gesamtemissionen so hoch sind, dass alles, was wir als Individuum machen können, verschwindend gering ist. Und hier so ein paar Zahlen zum Kontext beim Klimawandel. So, der durchschnittliche Deutsche stößt etwa 9 Tonnen CO2 im Jahr aus. Sie mögen denken, das ist eine ganze Menge. Aber wenn man es vergleicht mit dem Gesamtausstoß weltweit, ist es doch relativ wenig. Nämlich 9 Tonnen im Vergleich zu 34 Milliarden Tonnen. Das heißt, selbst wenn Sie Ihren eigenen CO2-Ausstoß auf null reduzieren könnten, würde man das hier irgendwo da hinten an der Kommastelle irgendwo, also ganz weit hinten irgendwo sehen. Aber an den 34 Milliarden würde sich erstmal nichts ändern. Und auch diese 34 Milliarden sind verschwindend gering im Vergleich zu dem, was da schon ist. In der Atmosphäre befinden sich zurzeit etwa
730 Milliarden Tonnen CO2. Und es ist genau diese Konzentration in der Atmosphäre, die bestimmt, wie arg sich unser Klima aufheizt. Und natürlich, selbst wenn Sie Ihr ganzes Leben schaffen würden, vom Durchschnitt auf Null zu reduzieren, würde sich das auf die Konzentration in der Atmosphäre de facto nicht auswirken. Und eben, wie schon gesagt, wichtig ist, was in der Atmosphäre ist. Und wenn Sie es ganz genau wissen wollen, auch das ist nur ein verschwindend geringer Bestandteil vom ganzen System an sich, weil die Ozeane, da gibt es noch viel, viel mehr. Und das Ganze befindet sich immer oder strebt nach einem Gleichgewichtszustand. Das heißt, es ist nicht nur relevant, was in der Atmosphäre ist, sondern auch in all den anderen Systemen. Und dort sind dann nochmal irgendwie in anderen, ganz anderen Größenordnungen Mengen an CO2 vorhanden. Und was auch wichtig ist, für die Erwärmung in der Atmosphäre ist es zumindest in erster Näherung vollkommen egal, wo und wann Sie diese Emissionen verursachen. Das heißt, ob das in Europa passiert, in Nordamerika, in Fernostasien, in Australien oder ob es dieses Jahr oder nächstes Jahr oder in 10 Jahren oder vor 10 Jahren passiert ist, spielt überhaupt keine Rolle. Der Effekt ist der gleiche. Und das heißt eben, wenn man sich dieses Spiel anschaut, wo jeder und jede sich überlegt, naja, wie viel bin ich bereit zu opfern, um für dieses große öffentliche Gut Klimaschutz beizutragen, was bin ich da bereit aufzugeben, um eben ein stabileres Klima zu bekommen, sagt die ökonomische Theorie voraus, bei solchen Größenordnungen, wo mein Beitrag von 9 Tonnen gegenübersteht von einem sehr, sehr viel größerer Menge an CO2-Ausstoß jedes Jahr, gibt es keinen Grund, irgendetwas selbst zu tun, dafür irgendetwas aufzugeben. Selbst wenn ich genau verstehe, wie Klimawandel funktioniert, was mein eigener Beitrag ist und was die Schäden sein werden und was eben durch Klimawandel unter Umständen an Katastrophen auf uns zukommt. Und wenn mir das wichtig ist, also selbst wenn ich, ich sag mal, ein ganz, ganz Grüner bin und ich Klimaschutz für extrem wichtig halte, werde ich in dieser Logik erstmal nicht bereit sein, irgendwas aufzugeben. Weil eben das sogenannte Trittbrettfahrerverhalten das Gesamtergebnis von meinem eigenen Verhalten vollkommen unabhängig ist. Ob ich mein Leben 1 Tonne oder gar nichts oder 100 Tonnen ausstoße oder auch 1000 Tonnen CO2, hat auf das Gesamtergebnis keinen Einfluss. Und da es natürlich mit Unannehmlichkeiten verbunden ist, seinen eigenen CO2-Ausstoß zu reduzieren, zumindest für die meisten von uns, wird es erstmal niemand tun. So die ganz klare Voraussage eben der ökonomischen Theorie, die sich diese freiwillige Bereitstellung von öffentlichen Gütern anschaut. Und eben, es ist ganz wichtig nochmal zu betonen, dieses Verhalten wird auch vorhergesagt, selbst für Leute, die genau wissen, wie Klimawandel funktioniert, wie die Beiträge sind und auch was die Schäden sein werden und dass man auch selbst davon betroffen ist. Und ich glaube, was der Beitrag davon ist, ist ganz klar, ein bisschen den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, naja, wir alle zusammen tun im Schnitt viel zu wenig. Unsere Beiträge, die wir freiwillig leisten, reichen nie und nimmer, um das Problem zu lösen. Aber diese theoretische Vorhersage, dass niemand von uns irgendwas tut, die ist offensichtlich auch nicht ganz richtig. Denn es gibt viele von uns und noch mehr da draußen, die bereit sind, Opfer zu bringen. Die bereit sind zu sagen, okay, ich fahre kein Auto oder ich fahre weniger. Die bereit sind zu sagen, okay, ich reduziere meinen Stromkonsum oder ich bezahle mehr für grünen Strom. Die verzichten auf Fleisch und auf alles mögliche andere, um auch das Klima zu schützen. Und das kann diese Theorie erstmal so nicht erklären. Und eben, das heißt, wir müssen dieses Standardmodell ein bisschen erweitern. Und im Standardmodell kann ich eben mich dafür interessieren, was ich selber konsumiere und was der Zustand des Klimas ist. Das ist durchaus möglich im Standardmodell. Also ich bin nicht der perfekte Egoist, mir ist Klimaschutz schon wichtig und trotzdem kommen wir in diese Probleme.
Was wir jetzt noch brauchen, um zu erklären in so einem Modell, dass Leute tatsächlich was tun, ist sowas wie eben intrinsische Motivation. Und was da gemacht wird, ist zu sagen, naja, die Menschen interessieren sich nicht nur dafür, was genau der Zustand des Klimas ist, wie viel Klimawandel genau in 10, in 20, in 50 oder in 100 Jahren eintreten wird, sondern ihnen ist auch wichtig, was ihr eigener persönlicher Beitrag ist. Unabhängig davon, wie groß jetzt wirklich die Änderung im Gesamtzustand sein wird. Und das wurde eben, zumindest in allgemeiner Form, jetzt nicht in Bezug auf Klimawandel, aber auf eine öffentliche Gutsproblematik beschrieben von James Andreoni, schon vor über 20 Jahren. Für die Ökonomen unter ihnen, die Theorie wird Warm Glow genannt. Und da geht es eben genau darum zu betrachten, naja, es ist nicht nur das Gesamtergebnis wichtig, sondern auch, wie kommen wir dahin? Was ist mein Beitrag zu diesem Ergebnis? Und das ist ein ganz wichtiges und ein ganz wichtiger Beitrag, weil es eine Abkehr darstellt von diesem Prinzip, dass für unsere Bewertung von Zuständen nur das Ergebnis zählt. Das ist eine ganz klassische Annahme und zentrale Annahme in einem großen Teil der ökonomischen Theorie. Und davon wird hier eben abgerückt und gesagt, nee, es ist nicht nur wichtig, was rauskommt, es ist auch wichtig, wie wir da hinkommen. Nämlich, was mein Beitrag ist auf diesem Weg, das hier explizit modelliert wird. Und ja, was sind Ursachen, Gründen oder Gründe für intrinsische Motivation? Und da gibt es eben eine ganze Reihe von Sachen, die da dahinter stehen, die erklären, warum Menschen intrinsisch motiviert sind und sich eben um ihren eigenen Beitrag kümmern. Und eben da gibt es Fairness, Gerechtigkeitsaspekte, Schuldgefühle, weil ich habe ja in der Vergangenheit schon verschmutzt, muss dafür wieder was gut machen oder ich will nicht, dass andere Leute unter dem leiden, was ich tue. Es können Reputationseffekte sein, dass mir wichtig ist, was andere Leute von mir halten und ich möchte eben, dass andere Leute glauben, ich oder denken, ich bin jemand, der sich für sowas einsetzt. Und noch ein paar andere. Und naja, viele dieser Konzepte sind schon länger bekannt, aber in der Regel wurden sie nicht in der ökonomischen Literatur behandelt, sondern mehr eben in der psychologischen. Und hier hat de facto die Ökonomie eine Anleihe betrieben und sich eben inspirieren lassen von Konzepten, die eben in anderen Disziplinen sehr viel üblicher waren und auch schon seit langem erforscht wurden. Was hat es gebracht, dass die Ökonomen sich da ein bisschen geöffnet haben? Naja, es hat die Ökonomie bereichert auf jeden Fall. Es hat aber, glaube ich, auch dem Konzept gut getan. Einerseits eben wurde es nun eingebaut in formale ökonomische Modelle, was manchmal eben klare Vorhersagen erlaubt. Aber es gab eben auch dann verstärkt Experimente mit anreizkompatiblen Mechanismen, wo die Leute tatsächlich echte Entscheidungen mit echten Wahlentscheidungen, mit echten Anreizen sich ausgesetzt sahen und dann eben man beobachten konnte in einem sehr, sehr kontrollierten Rahmen, welches Ausmaß diese intrinsische Motivation hat, unter welchen Umständen es stärker oder schwächer ist und wie sie sich unter Umständen auch verändert in verschiedenen Kontexten. Und eben insbesondere diese anreizkompatiblen Experimente sind etwas, was unter Ökonomen sehr, sehr viel verbreiteter ist als zum Beispiel in der Psychologie. Genau, und mit Hilfe dieses Konzeptes der intrinsischen Motivation lässt sich nun eben konsistent erklären, warum viele Menschen bereit sind zu einem öffentlichen Gut wie Klimaschutz, wo so, so viele andere Leute auch eine Rolle spielen, auch aktiv sind und der einzelne Beitrag so klein ist im Vergleich zum Gesamtergebnis, dass sie trotzdem eben bereit sind, sich da zu engagieren und persönliche Opfer zu bringen. Und damit das tatsächlich der Fall ist, müssen zwei Sachen gegeben sein. Das erste ist, naja, die Person muss intrinsisch motiviert sein. Es muss ja Klimaschutz wichtig sein und der eigene Beitrag dazu. Das reicht aber noch nicht aus. Man muss auch wissen, mit welchen Aktionen, wenn ich tatsächlich einen persönlichen Beitrag leisten kann und mit welchen eher nicht. Das heißt, ich brauche Informationen darüber, zum Beispiel, welche Güter
wenn ich im Supermarkt einkaufen gehe, eher einen höheren mit einem höheren Emissionsausstoß verbunden sind und welche mit einem niedrigeren. Und um das zu verdeutlichen, möchte ich Ihnen ganz kurz ein paar Ergebnisse aus einem Experiment vorstellen, das ich vor ein paar Jahren durchgeführt habe, und zwar in Londoner Supermärkten. Und da haben wir eben normale Einkaufende in verschiedenen Situationen Entscheidungen treffen lassen über die Produkte, die sie kaufen. Einmal gab es einfach nur die Produkte selbst und die Preise, und im anderen Falle hatten wir ihnen dann zusätzlich noch die CO2-Fußabdrücke über den kompletten Produktlebenszyklus berechnet, mitgeteilt und dann geschaut und verglichen, wie sich die Entscheidungen verändern. Das heißt, wir haben genau an diesem Punkt hier was gedreht. Und genau, das ist irgendwie ein in England übliches Label, das vom Carbon Trust, so einer halbstaatlichen Organisation, eingeführt wurde. Und da gibt es auch irgendwie ganz klare Kriterien, wie diese Zahlen hier berechnet werden. Und das haben wir eben benutzt, um diese Informationen den Konsumenten mitzuteilen. Und hier ist die Ergebnistabelle für verschiedene Produktkategorien. Und was Sie hier sehen, ist eben die Prozentzahl der Konsumenten, die sich, nachdem wir die Informationen bereitgestellt haben, entschieden haben, anstatt des schmutzigeren Gutes das sauberere zu kaufen. Und bei Cola war das zum Beispiel eben genau die gleiche Menge, entweder in einer PET 2-Liter Flasche oder in einem Aluminium Sixpack. Das heißt, das Gut war de facto genau das gleiche, es war nur anders verpackt, und dadurch hat sich eben der Unterschied in dem CO2-Fußabdruck erklärt. Und Sie sehen, im Falle von Cola waren es etwa ein Drittel der Konsumenten, die sich entschieden haben, aufgrund der Information ihre Entscheidung zu ändern. Und die mussten das Ding tatsächlich auch kaufen, also es war eine echte Kaufentscheidung. Also innerhalb einer Produktkategorie ja, aber natürlich zwischen den Produktkategorien nein. Und ich weiß nicht mehr genau auswendig, aber ich glaube, beim Fleisch war der Unterschied am größten und bei Cola und Milch war er eher klein. Aber ich weiß es nicht mehr genau auswendig. Müsste man, aber kann man nachlesen. Ist aber schon ein bisschen her. Wurde gerade erst publiziert, aber das Experiment ist schon 3 Jahre her. Eben, aber es gab in allen Produktkategorien signifikant positive Änderungsraten, und eben das Einzige, was geändert wurde, war diese Information. Das heißt, eben ein Teil der Konsumenten hatte diese intrinsische Motivation, konnte sie aber nicht ausleben, weil die Information gefehlt hat. Als wir die bereitgestellt haben, haben einige tatsächlich ihr Verhalten geändert. Und vielleicht einfach, um zu verdeutlichen, dass diese Effekte recht groß sind. Hier ist der Vergleich von einem anderen Treatment, wie man sagt, also von einem anderen Versuchsaufbau. Es geht ebenfalls um Änderungsraten, aber hier wurde nicht einfach nur die Information gegeben, sondern es wurde gesagt, okay, die saubereren Güter werden subventioniert, die sind de facto billiger. Also wir haben den Preis der sauberen Alternative reduziert, in der Regel um ein paar Cent. Und haben den Leuten gesagt, wir haben sie reduziert, weil sie sauberer sind als die anderen. Und das sind die entsprechenden Änderungsraten. Und Sie sehen, die sind in allen Fällen niedriger, als wenn wir nur die Information gegeben haben. Das ist auch ein ganz interessantes Ergebnis, das nicht ohne weiteres mit der Standardtheorie vereinbar ist. Da geht es um sogenanntes Motivation Crowding und so weiter. Aber das ist eine lange Geschichte, auf die ich nicht im Detail eingehen möchte, aber Sie sehen eben, Leute zu informieren kann durchaus sehr bedeutende Effekte haben. Und deutlichere auch als Preisanreize. Okay, also es gibt noch eine Spalte, die habe ich nicht aufgedeckt. Da sind nur Preisanreize, hier ist de facto beides. Aber wenn ich die andere auch noch aufdecken würde, dann würden wir in eine Diskussion kommen, die ich hier nicht führen will. Einfach weil sie zu weit vom Thema abschweift. Ich finde sie sehr interessant und die würde hier auch reinpassen.
Können Sie auch gerne nachlesen, aber ist zu weit weg von dem, was ich eigentlich erzählen will. Und darum sage ich dazu nichts. Und eben, Sie finden ganz am Ende meines Vortrags auch die Quellenangabe dazu. Oder auf meiner Homepage können Sie sich das Papier auch anschauen. Okay. Das heißt, es ist wichtig, dass die Menschen intrinsische Motivation haben und dass sie richtig informiert sind, damit sie befähigt werden, diese Entscheidungen zu treffen und ihren Beitrag zu leisten, den sie denn offensichtlich zu leisten bereit sind. Und eben neben diesen Kaufentscheidungen gibt es natürlich noch eine ganze Reihe anderer Sachen, die den persönlichen CO2-Fußabdruck verringern können. Sie können Strom sparen, auf erneuerbare Energien umsteigen, weniger Auto fahren, weniger fliegen, die üblichen Verdächtigen eben, weniger Fleisch essen, insbesondere weniger Rindfleisch, weil das mit besonders viel Methanausstoß verbunden ist. Und eben wenn Sie auf die entsprechenden Webseiten von Ministerien und Umweltschutzorganisationen gehen, da finden Sie immer ganze Listen von Sachen, mit denen Sie persönlich Ihren Beitrag leisten können, um Klimaschutz zu betreiben. Und es stellt sich natürlich die Frage, naja, das hilft alles, Ihren persönlichen CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Aber was ist der Effekt auf die Gesamtemission? Ich meine, ich habe Ihnen vorhin schon erzählt, der wird sehr klein sein. Worum es hier also mehr geht, ist nicht die absolute Größe, sondern die Richtung des Effekts. Reduzieren diese Aktionen tatsächlich die Gesamtemissionen oder erhöhen sie vielleicht sogar? Was natürlich fatal wäre, weil das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Schauen wir mal. Genau. Und ich werde genau diese Frage stellen, eben im Zuge von sogenannten Klimaschutzkampagnen. Ich weiß auch nicht genau, was im Endeffekt dabei rauskommen wird, aber ich möchte Ihnen so ein bisschen einen Indiz geben, dass vieles, was Sie zu wissen glauben, vielleicht nicht ganz zutreffend ist. Und ich werde natürlich auch begründen, warum das so ist. Genau, schauen wir uns eben eine Kampagne an, wo ein Ministerium oder eben eine nichtstaatliche Organisation wie Greenpeace oder der WWF dazu aufrufen, dass wir Konsumenten uns doch bitte umweltfreundlicher verhalten sollen. Und naja, warum wir uns so eine ganze Kampagne angucken, ist, wir umgehen damit so ein bisschen das Problem, dass halt jeder Einzelne immer nur einen sehr, sehr geringen Beitrag hat. Wenn es aber so eine Kampagne gibt, die es schafft, tausend oder vielleicht Millionen von uns zu einer kleinen Verhaltensänderung aufzurufen, dann kann das in der Summe durchaus einen relevanten Effekt haben. Und damit auch eben in einem ökonomischen Modell entsprechende aggregierte Größen beeinflussen. Und eben hier ist eine Kampagne, die von Greenpeace durchgeführt wird und wurde. Und eine der Handlungsempfehlungen ist eben, sparen Sie Strom. Also verbrauchen Sie weniger Strom. Und da gibt es natürlich alle möglichen Arten und Weisen, wie man das bewerkstelligen kann. Und die Frage ist eben wiederum, was hat das für eine Auswirkung auf die Gesamtemissionen? Wenn wir tatsächlich oder eine relevante Anzahl von Menschen in Deutschland dieser Kampagne folgen und ihren Stromkonsum reduzieren. Und genau, eben, wir nehmen an, das würde funktionieren. Also wir sind mal optimistisch und gucken, was dann passiert. Naja, Frage ist, wie viel CO2 wird mehr oder weniger ausgestoßen in der Stromproduktion? Und dabei ist es wichtig zu berücksichtigen, dass die Stromproduktion Teil vom Emissionshandel ist in Europa. Was ist Emissionshandel? Naja, über einen gewissen Zeitraum, im Moment sind wir in Phase 3, die läuft von 2013 bis 2020, darf insgesamt in bestimmten Industrien, dazu gehört die Stromproduktion, nur eine klar festgelegte Menge an CO2-Emissionen verursacht werden. Und mehr gibt es eben nicht. Diese Gesamtmenge wird aufgeteilt in viele kleine Pakete, eine Tonne, sogenannte Emissionsrechte, und die werden auf irgendeine Art und Weise verteilt, darauf möchte ich jetzt nicht eingehen. Das Wichtige ist, dass die Unternehmen diese handeln dürfen. Das heißt, wer gerne mehr ausstoßen möchte, als er im Moment Emissionsrechte hat,
Da kann sich einfach welche kaufen. Und wer zu viele hat, weil er vielleicht eingespart hat oder das Geschäft nicht so gut läuft, der kann die Dinger verkaufen. Und im Moment, also ist glaube ich eine Woche alt, die Information, liegt der Preis bei knapp 5 Euro pro Tonne CO2. Und eben, was passiert, wenn die Nachfrage zum Beispiel nach Kohlestrom, der eben besonders viel CO2 ausstößt, sinkt, weil die Leute entweder Strom sparen oder erneuerbare Energien nachfragen? Naja, dann sinkt die Nachfrage nach Emissionsrechten, weil Kohlekraftwerke weniger Absatz für ihren Strom finden. Das Wichtige aber ist, das Angebot an Emissionsrechten bleibt gleich. Und jetzt, da es ein ökonomischer Vortrag ist, natürlich ein entsprechendes Diagramm. Wir haben hier die CO2-Emissionen, wir haben hier den Zertifikatpreis und wir haben sowas wie eine Nachfragefunktion, zum Beispiel von Kohlestromanbietern, aber auch von den ganzen anderen Industrien, Aluminium, andere Schwerindustrie, die eben am Emissionshandel teilnimmt. Die fragen diese Rechte nach, haben eine Zahlungsbereitschaft und das ist die Nachfragekurve vor der Kampagne. Dann gibt es noch eine Angebotskurve, die ist in dem Fall ganz einfach, nämlich vertikal. Gesetzlich festgelegt, so viele Rechte gibt es in diesem 7-Jahres- oder 8-Jahres-Zeitraum, nicht mehr und nicht weniger. Und solange eben die Nachfragekurve noch positiv ist, bei der Menge, an der das Angebot gekappt ist, haben wir einen positiven Preis. Genau das, was wir im Moment beobachten. Der Preis ist nicht besonders hoch, aber er ist positiv. Und jetzt kommt eben Greenpeace und macht diese Kampagne. Bitte sparen Sie Strom. Viele halten sich dran. Was passiert? Die Nachfrage sinkt. Weniger Leute wollen Kohlestrom kaufen. Zu jedem gegebenen Preis sind die Unternehmen bereit, weniger Emissionsrechte zu erwerben. Aber solange eben der Schnittpunkt immer noch im positiven Bereich liegt, ändert sich de facto an der Emissionsmenge nichts. Der Preis geht zwar nach unten, und zwar genau um so viel, um die Gleichgewichtsmenge an Emissionen konstant zu halten. Das heißt, es gibt erstmal keine direkten Auswirkungen auf die Emissionen in diesen regulierten Sektoren. Solange zumindest eben dieser Schnittpunkt hier im Positiven ist, wenn das noch weiter sinken würde und wir irgendwo hier die Achse schneiden, dann ist erstens der Emissionshandel komplett sinnlos, aber dann hat man tatsächlich Emissionsreduktionen durch Verschiebung der Nachfragekurve. Also das Wichtige hier ist, ja, die Nachfrage verschiebt sich, aber weil die Angebotskurve eben vertikal ist, ändert sich, solange der Preis positiv bleibt, an der gesamt emittierten Menge nichts. Und zwar, das ist per Konstruktion. So ist dieser Regulierungsmechanismus konstruiert. Das ist genau das, was er tun soll. Da läuft nichts schief. Das ist genau das, was er tun soll. Und das heißt eben, solange eben der Preis positiv bleibt, gibt es keine direkten Änderungen in den Emissionen der Industrien, zu der auch die Kohleindustrie oder die Stromindustrie gehört. Ja? Also, wenn die Menge an Emissionszertifikaten, ich sag mal, in einer kontinuierlich angepasst würde und die Europäische Kommission oder wer auch immer das genau macht, immer eine Kosten-Nutzen-Analyse machte und Schäden mit Kosten vergleichen würde und das ständig anpassen, würde es vielleicht passieren. Sinnvolles Argument, ist in der Realität aber nicht genauso. Erstmal wird die Menge für 8 Jahre festgesetzt. Es gab jetzt eben, weil der Preis so verdammt niedrig war, wegen Rezession und deutscher Energiewende und alle möglichen anderen, und eben sehr viel niedriger war als eigentlich gedacht, gab es Bestrebungen, und zwar nicht die Gesamtmenge an Emissionsrechten zu reduzieren, sondern nur den Zeitpunkt zu ändern, zu dem sie ausgegeben werden. Anstatt am Anfang des 8-Jahres-Zyklus mehr gegen Ende des 8-Jahres-Zyklus. Darüber hat sich die Europäische Kommission mit dem Europäischen Parlament gestritten. Erst hieß es nein, dann hieß es vielleicht und dann machen wir mit ein bisschen weniger. Aber selbst diese Maßnahmen, die da diskutiert wurden, keine davon hätte die Gesamtmenge der 8 Jahre verändert. Es ging nur darum, innerhalb des Zeitraums hin und her zu schieben. Aber im Prinzip gebe ich Ihnen recht, es wäre sinnvoll,
wenn man noch einen Schritt weiter zurückgeht, die Zertifikatsmenge anzupassen. Also es macht keinen Sinn, dass die so ist. Die sollte, also die Angebotskurve sollte nicht, also das ist eine normative Aussage, die sollte nicht vertikal sein. Sie ist es aber. Zumindest kurzfristig. Aber darauf kommen wir noch zurück, wie das langfristiger aussieht. Okay, das heißt, erstmal direkt gibt es keine Auswirkungen auf die Emissionen, die in diesen Industrien verursacht werden. Was man tut, ist nur, man verschiebt sie von A nach B. Aber es kann natürlich sein, dass es indirekte Effekte gibt. Zum Beispiel in den Sektoren, die nicht am Emissionshandel teilnehmen. Und die verursachen immerhin 50% der Treibhausgasemissionen in der Europäischen Union. Und es kann sein, dass, und das ist so ein bisschen in Ihre Richtung gehend, dass in Zukunft die Zertifikatsmenge geändert wird. Eben in der Phase nach 2020. Oder es kann sein, dass es einen Beitrag leistet zu sowas wie einem größeren gesellschaftlichen Wandel, der dann auch entsprechende politische Implikationen hat, vielleicht eben auch auf die Zertifikatsmenge oder ganz grundlegend auf die Art und Weise, wie die Politik über Emissionen nachdenkt und entsprechende Regulierungen veranlasst. Okay, ganz kurz der erste Punkt. Emissionen von Sektoren außerhalb des Emissionshandelssystems. Genau, also EU ETS, Emission Trading System. Was passiert? Die Leute, die Strom sparen, sparen damit auch Geld. Und das Geld wird in der Regel nicht verbrannt, sondern irgendwo anders ausgegeben. Und ich habe jetzt mal als graue Konsumenten alle die betitelt, die eben nicht auf diese Kampagne reagieren, sondern noch genauso viel Strom konsumieren wie vorher auch. Naja, die sparen auch Geld, weil die fragen Kohlestrom nach. Der wird aber billiger, weil die Nachfrage gesunken ist. Der wird auch billiger, weil die Emissionsrechte billiger geworden sind. Das heißt, auch die haben ein bisschen Geld übrig, wenn sie ihr Verhalten gleich lassen wie vorher. Und die Frage ist, was passiert mit diesem Geld? Naja, und zumindest ein Teil von diesem Geld wird in den Sektoren ausgegeben, die nicht Teil dieses Emissionshandelssystems sind. Und naja, wenn die mehr produzieren und keine dieser Sektoren ist vollkommen sauber, praktisch jede Produktion, kleinen Moment, produziert irgendeine Menge an Treibhausgasemissionen. Solange also ein Teil dieses Geldes in diesen anderen Sektoren ausgegeben wird, wo es diese Mengenbegrenzung nicht gibt, wird dort die Menge an Treibhausgasen steigen. Ja? Stromsparkampagne führt ja dazu, dass die Emissionen tatsächlich sinken, aber Sie sprechen dann nicht von den Emissionen, sondern von den Emissionsrechten, von den Panel der Zertifikate. Das sind also unterschiedliche Größen. Okay, der Rechner muss sich hier beide Größen entscheiden. Aus, dass tatsächlich weniger Kohlestrom produziert wird, erstmal. Das heißt, die Kohlekraftwerke stoßen auch weniger Emissionen aus. Aber in diesem Handelssystem sind auch noch ganz viele andere Industrien. Die ganze Schwerindustrie, eben Aluminiumproduktion und so weiter. Und da sind natürlich auch ausländische Stromunternehmen drin. Also das ist ja ein europaweites System. Das heißt, es kann durchaus sein, dass anstatt bei einem Kohlekraftwerk in Deutschland, es eben bei einem Kohlekraftwerk in Polen, und die haben davon eine ganze Menge, ausgestoßen wird. Das heißt, ja, die Nachfrage von dieser betroffenen Industrie geht zurück, wird aber kompensiert durch die Preisreduktion, was dazu führt, dass alle anderen wieder mehr nachfragen. Und die Gleichgewichtsmenge in dem Fall ist eben gegeben, nicht durch wirklich die Nachfrage, sondern durch die Angebotsfunktion, weil die eben vertikal ist. Wenn wir uns Europa angucken, dann nein. Weil die Emissionen von diesem Kohlekraftwerk einfach nur verlagert werden zu einem anderen Kohlekraftwerk in Polen, zu einem Aluminiumwerk in Deutschland, irgendeinem anderen Unternehmen, das in diesem System drin ist. Okay, was meinen Sie mit, es funktioniert nicht? Ja, dass man nicht mehr weiß, dass es eben halt kein knappes Gut ist, also
Also ich stimme Ihnen insofern zu, dass das Gut sehr viel knapper sein soll, als es tatsächlich ist. Es ist aber nichtsdestotrotz ein knappes Gut, weil wenn es nicht knapp wäre, würde niemand dafür bereit zu sein, einen Preis zu bezahlen. Die Tatsache, dass die Unternehmen bereit sind, einen Preis zu bezahlen, auch wenn es nur knapp 5 Euro sind, anstatt 30, die wir gerne hätten, ist es knapp. Es gibt viel zu viel davon, aber nicht genug, damit sie wertlos wären. Sie haben vollkommen recht, das ist ein Rebound-Effekt, ist aber keiner auf sondern einer auf gesellschaftlicher Ebene oder auf der Ebene der gesamten der Wirtschaft eben. Und das ist meines Erachtens noch nicht in der Form beschrieben worden, aber Sie haben vollkommen recht, das ist genau das, was passiert. Weil wir eben nur eine partielle Abdeckung durch den Emissionshandel haben, kann es diese Rebound, Spillover, Leakage-Effekte, wie auch immer Sie das nennen wollen, geben und eben dazu führen, und das kommt hier, dass eben in diesen Sektoren außerhalb des Emissionshandels tatsächlich die Emissionen ansteigen, weil wir Strom sparen. Klingt pervers, ist aber sehr wahrscheinlich. Das heißt, der Versuch, Klimaschutz zu betreiben, kann in diesem Kontext tatsächlich dazu führen, dass die Gesamtemissionen steigen. Und das ist nicht das, was wir eigentlich im Sinn hatten. Okay. Eine Frage, aber wir können darüber gerne am Ende dann noch viel mehr reden. Ja? Warum auf der einen Seite, wenn ihr hier Strom einspart, wo eine erhöhte Nachfrage woanders unbedingt kommt? Wie das tun mit dem Preis? Das läuft hauptsächlich über ihr Einkommen. Also, die Annahme ist, sie verbrennen kein Geld, sondern wenn sie irgendwo Geld sparen, geben sie es für was anderes wieder aus. Und wenn sie mal durch Strom sparen, dann werden sie dieses gesparte Geld für irgendwas anderes wieder ausgeben. Und mein Argument ist, dass ein Teil davon, wie viel hängt dann von allen möglichen Sachen ab, aber dass ein Teil davon sie ausgeben, um Güter zu kaufen, die bei der Produktion oder die Emissionen, die bei der Produktion dieser Güter verursacht wurden, die nicht Teil des Emissionshandelssystems sind. Und damit tatsächlich, wenn man mehr davon kauft, zu einer Produktionssteigerung führen und die tatsächlich auch zu einer Emissionssteigerung führt. Oder zumindest eben führen kann. Und sehr viel wahrscheinlicher zu einer Emissionssteigerung als zu einer Emissionsreduktion führt. Ist es eine reine Verständnisfrage? Dann würde ich Sie bitten, sie sich zu merken und nachher zu stellen. Weil ich habe noch ein paar Sachen zu sagen. Ich würde dann die Diskussion gerne aufs Ende verschieben. Ich hoffe sehr, dass wir rechtzeitig durchkommen, dass wir am Ende noch 20 Minuten oder so haben, um uns über die Sachen zu unterhalten. Okay? Gut. Dann, Auswirkungen auf die zukünftige Zertifikatsmenge. Das war ein Punkt, den wir vorhin schon mal gesehen haben. Und ich sage nur, das wird nicht dieses Jahr, nicht nächstes Jahr passieren, aber vielleicht, wenn dann eben über die Emissionen für nach 2020 verhandelt wird, kann es vielleicht eine Rolle spielen. Und eben, weil man diese Emissionszertifikate eben nicht nur in der aktuellen Phase benutzen kann, sondern auch sparen für die Phase danach. Wenn man die Nachfrage reduziert, fangen vielleicht mehr Unternehmen an, diese Dinger zu sparen, für die nächste Handelsperiode, wo es vielleicht noch weniger gibt. Das kann man beobachten. Das heißt, die Europäische Kommission, wenn sie darüber verhandelt, weiß in etwa, wie viel von diesen Zertifikaten noch bei den Unternehmen im Keller liegen und gespart werden für die nächste Handelsperiode. Und wenn die beobachten, die sparen ganz viel, die haben sich ganz viel aufgehoben, dann werden sie vielleicht die Emissionsmenge in der nächsten Periode entsprechend nach unten anpassen. Eine Hypothese, aber ist zumindest denkbar. Geht so ein bisschen in die Richtung des Arguments, das wir vorhin gehört haben. Wenn das passiert, eben kann es eine entsprechende Anpassung nach sich bringen. Und damit zu einer tatsächlichen Emissionsreduktion führen. Was auch passieren kann, ist, wenn
wir genug Strom sparen, dass tatsächlich Kohlekraftwerke abgestellt werden oder wir genug grünen Strom kaufen, dass tatsächlich neue Windräder und so weiter aufgestellt werden und es damit zu einer Veränderung im Kraftwerkspark kommt. Heißt es natürlich auch, und die Dinger stehen ja nicht nur für ein Jahr oder für zwei Jahre herum, sondern die stehen da für Jahrzehnte. Das heißt, eine Veränderung im Kraftwerkspark führt auch zu einer Verschiebung von, naja, wie teuer wird es denn, ambitioniertere Klimaschutzziele durchzusetzen? Und je weniger Kohlekraftwerke wir haben, desto billiger wird es, ambitioniertere Ziele durchzusetzen. Das heißt, desto weniger Kosten entstehen, wenn man den Emissionshandel oder die Anzahl der Rechte im Emissionshandel reduziert. Und genau das könnten die sich auch überlegen und sagen, naja, entweder weil weniger Lobbyismus besteht, weil weniger Leute die Interessen von Kohlekraftwerken vertreten oder eben weil die tatsächlich die Kosten beobachten und daraus dann Schlüsse ziehen, kann das durchaus dazu führen, dass die zukünftige Emissionsmenge nach unten angepasst wird. Beides wird aber wohl nur passieren, wenn diese Reduktion in der Nachfrage groß genug ist, damit sie auch wahrnehmbar ist, eben im Aggregat, im politischen Prozess und so weiter. Das heißt, ja, es kann durchaus positive Effekte haben, aber nicht im Hier und Jetzt, sondern wenn, dann mittel- bis langfristig. Wenn wieder politische Entscheidungen über diese entsprechenden Grenzwerte oder Emission Caps getroffen werden. Aber es ist nicht so, dass der Strom sofort, dass die CO2-Emissionen sofort reduziert werden, weil ich Strom spare. Es kann sein, dass es erstmal mehr verursacht und nur langfristig diesen Effekt hat. Aber eben, ich kenne keine Studien, die das explizit im Kontext von Emissionshandel berücksichtigen, wie sich sowas dynamisch auswirkt auf die zukünftigen Emissionsgrenzen. Das ist meines Erachtens schlichtweg noch nicht gemacht worden. Ja? Nachfrageorientiert müsste man nämlich einfach so ständig hatten, so auch wenn zum Beispiel mehr nachgefragt werden, Leute mehr Emissionen ausstoßen möchten, um einfach sozusagen dieses Produkt bereitzustellen. Also, die Frage, und es gibt auch eine ganz einfache Antwort, die heißt ja, man sollte keine Emissionen, also der Extremfall davon ist, kein Emissionshandelssystem zu haben, sondern eine Emissionssteuer, weil das ist de facto ein Emissionshandelssystem, wo sich das Angebot perfekt immer anpasst, sodass der Preis immer gleich bleibt. Eine Steuer. Die Idee gibt es, die wird auch mehr oder weniger offensiv vertreten, aber es ist natürlich aus politischen Gründen sehr viel schwieriger, eine Steuer einzuführen. Die Europäische Kommission darf das zum Beispiel gar nicht, als ein Emissionshandelssystem. Aus allen möglichen Aspekten, hauptsächlich verteilungspolitische. Aber ja, eine Emissionssteuer hätte genau den Effekt und wir hätten all diese Probleme nicht, oder die Probleme, die ich gerade skizziert habe, die gäbe es nicht mit einer Emissionssteuer. Eingesparter Strommenge unterscheiden und die Stromkosten. Die Stromkosten steigen ja. Nirgendwo in Deutschland sinken die Stromkosten durch erneuerbare Energien steigen ja die Stromkosten, sodass also keine Ersparnisse für die Konsumenten vorhanden sind. Also zum Erneuerbaren Energiengesetz, EEG-Umlage, komme ich gleich. Hier habe ich erstmal nur mal gespielt nach, okay, Preisgestaltung, wie sie ist, nämlich okay, wir müssen EEG-Umlage bezahlen und alles mögliche, aber ich als Konsument habe erstmal keinen Einfluss auf den Strompreis und wenn ich Strom spare, dann spare ich Geld. Egal wie hoch der Preis ist, sobald er positiv ist, solange ich weniger Strom konsumiere, spare ich Geld. Das ist genau mein Argument hier. Der andere Aspekt kommt zum Teil zumindest nachher noch. Okay, und eben um diese Zusammenhänge zu verstehen, braucht man meines Erachtens ganz klar Input von politikwissenschaftlicher Seite, die uns vielleicht besser erklären kann, wie diese politischen Prozesse funktionieren, welche Größenordnung da eine Rolle spielen und erstens qualitativ zu verstehen, wie die Mechanismen funktionieren und auch sie quantifizieren zu können, weil darum wird es im Endeffekt gehen, um abschätzen zu können, ob in welche Richtung der Gesamteffekt geht. Ist es meines Erachtens ganz wichtig, dass man sich da mit den Politikwissenschaftlern an einen Tisch setzt und versucht besser zu verstehen, wie eben die Europäische Kommission zum Beispiel genau diesen Wert festlegt, welche Interessen da eine Rolle spielen, welche eben Mechanismen da am Werk sind, um das dann zumindest versuchen können abzuschätzen in seiner Bedeutsamkeit.
Dann ganz kurz gesellschaftlicher Wandel. Wenn wir alle irgendwie grün werden und Strom sparen und was dafür tun, kann es natürlich sein, dass selbst das Verhalten von einer kleinen Gruppe Wirkung hat, von größerer Bedeutung und eben andere Menschen auch dazu führt, ihr Verhalten zu ändern und eben vielleicht auch politische Entscheidungen oder Wahlentscheidungen anders zu treffen und so weiter. Unternehmen haben vielleicht Angst davor, ihr Image zu oder ein gutes Image zu verlieren, wenn sie eben Kohlestrom produzieren, wenn sie wissen, dass ganz viele Leute in der Bevölkerung das nicht wollen. Das kann wiederum indirekte Effekte haben, die positive Auswirkungen haben. Und eben die politischen Parteien erkennen vielleicht, oh, wenn alle Leute grünen Strom konsumieren, sollten wir vielleicht auch grünere Politik machen. Auch das kann positive Effekte haben. Aber eben, die sind meines Erachtens bisher noch nicht wirklich untersucht. Zumindest nicht im Kontext mit der Zusammenwirkung vom Emissionshandelssystem. Und da braucht man dann eben meines Erachtens eben auch Soziologen, die diese gesellschaftlichen oder den Prozess des gesellschaftlichen Wandels sehr viel besser im Auge haben, als das die Ökonomen in der Regel tun. Das heißt, ich glaube, da gibt es auch ganz klar einen Erkenntnisgewinn durch interdisziplinäre Zusammenarbeit. So, noch ganz kurz, was passiert, wenn wir weniger Fleisch essen, anstatt Strom zu sparen? Und wiederum, wir gehen davon aus, es gibt tatsächlich viele Leute, die darauf reagieren. Was passiert mit den Emissionen der Landwirtschaft? Ganz wichtig ist, landwirtschaftliche Emissionen, solange es nicht Stromverbrauch ist, sind nicht Teil des Emissionshandelssystems. Das heißt, wenn wir weniger Fleisch konsumieren und damit auch weniger Fleisch produziert wird, dann heißt es nicht, dass zwangsläufig diese eingesparten Emissionen woanders dazukommen, sondern es kann sein, dass es tatsächlich eine Emissionsreduktion ist. Dann, wie sieht es mit anderen Sektoren aus? Gibt es da wieder diese Effekte, dass vielleicht woanders was hochgeht? Schauen wir mal. Naja, wenn ich weniger Fleisch kaufe, habe ich vielleicht auch wieder ein bisschen Geld übrig. Was mache ich damit? Da Fleisch sehr, sehr emissionsintensiv ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich Geld für was ausgebe, was noch schmutziger ist, relativ gering. Das heißt, selbst wenn ich dafür mehr Spargel kaufe, gehen die Gesamtemissionen noch zurück. Und falls ich das Geld ausgebe, zum Beispiel um mehr Strom zu kaufen oder mehr Aluminium oder irgendwas anderes, was Teil vom EUTS ist, naja, da wissen wir schon, da können die Gesamtemissionen nicht nach oben gehen, weil die sind gedeckelt. Das heißt, genau. Und selbst wenn wir es tun, dann geht der Preis für Emissionen nach oben, was den anderen Leuten auch noch Geld aus der Tasche zieht, was den Gesamteffekt verstärkt. Das heißt, hier sieht es tatsächlich so aus, als würde weniger Fleisch essen tatsächlich den erwünschten Effekt haben, nämlich dass die Gesamtemissionen nach unten gehen. Ja? Geht man denn davon aus, dass man durch Fleischverzicht Geld spart? Naja, wenn Sie, also auch Fleisch ist nicht nur relativ emissionsintensiv, es ist auch pro Kalorie relativ teuer. Das heißt, wenn Sie satt werden, einmal mit Fleisch, einmal ohne, haben Sie eine gute Chance, damit ein bisschen Geld zu sparen, wenn Sie kein Fleisch essen. Das ist die simple Idee. Okay. Das heißt, ob Klimaschutzkampagnen tatsächlich Klima schützen, hängt von einer Reihe von Faktoren ab. Ganz wichtig ist die betroffene Industrie, die da entsprechend im Fokus steht, Teil des Emissionshandelssystems oder nicht. Macht einen ganz großen Unterschied meines Erachtens. Spar die Maßnahme Geld. Wenn ja, wofür wird es ausgegeben? Wenn nein, funktionieren Teile meiner Argumente nicht. Da muss man gucken, wie es dann aussieht. Also ich behaupte nicht, dass es immer so ist, aber dass es durchaus relevante Beispiele gibt, wo das so sein kann. Wichtig ist, wie reagieren die anderen Leute, wenn sich da dann anfangen, Preise zu ändern, insbesondere die, die eben nicht so arg auf Klimaschutz achten. Wie reagieren die Leute darauf, wenn sie ihr Verhalten verändern? Und wie wirkt sich diese Kampagne und all diese Verhaltens- und Preisänderungen eben auf zukünftige Emissionsbegrenzungen aus? Und nur wenn man diese Effekte versteht, glaube ich, kann man abschätzen, ob eine Klimakampagne tatsächlich Klima schützt oder eben nicht. Weil es da auf verschiedenen Ebenen Effekte gibt, die in verschiedene Richtungen laufen. Und nur wenn man die quantifizieren kann, kann man abschätzen, ob der Gesamteffekt positiv oder negativ ist. Und ich glaube, da muss man wirklich noch viel forschen, weil das ist noch nicht besonders gut verstanden. Okay, Energiewende. Also von
Sie und ich tun was, so wir ändern radikal, wie Strom in Deutschland produziert wird. Weg von Atom, weg von Kohlestrom, hin zu erneuerbaren Energien. Das ist das Ziel der Energiewende. Genau. Und ein ganz, ganz zentrales Instrument, um das zu erreichen, ist das Erneuerbare Energiengesetz. Was wird da gemacht? Erstmal noch konkreter das Ziel spezifizieren. Stromversorgung soll aus erneuerbaren Energien geschehen, und zwar zu mindestens 35% bis zum Jahre 2020, mindestens 50% bis 2030 und 65% bis 2040. Und ich glaube, wir haben noch 80% bis Mitte des Jahrhunderts. Das steht so im Gesetz, wörtlich. Das ist das Ziel. Wie wird versucht, dieses Ziel zu erreichen? Mit einer Einspeisevergütung. Naja, insbesondere Solarenergie kostet noch deutlich mehr, als man durch Strom als Kraftwerksbetreiber im Moment verdienen kann. Was der Staat macht, ist, er garantiert den Betreibern von Photovoltaikanlagen einen Abnahmepreis über 20 Jahre. Und dieser Preis liegt eben zum Teil zumindest deutlich über dem Strompreis, hängt davon ab, was für ein Kraftwerk sie betreiben, wie groß es ist, an welcher Stelle es steht. Sehr kompliziert. Aber grundsätzlich liegen die garantierten Preise über den Marktpreisen. Und wenn Sie so ein Kraftwerk haben, dürfen Sie Ihren Strom wann immer technisch möglich einspeisen. Und im Zweifelsfall müssen die Betreiber von Kohlestromanlagen und so oder von Kohlekraftwerken zurückstecken. Und sie haben praktisch immer Vorfahrt. Weil oft wird mehr produziert, als nachgefragt wird. Insbesondere, wenn viel Wind weht und viel Sonne scheint. Und sie haben praktisch per Gesetz Vorfahrt. Und können damit dann eben auch die entsprechenden Preise verlangen. Und selbst wenn sie nicht einspeisen dürfen, muss man ihnen trotzdem praktisch sie bezahlen, als hätten sie eingespeist. Genau, und eben die Differenz zwischen dem, was man garantiert, und dem, was der Markt bereit ist, für den Strom zu bezahlen. Diese Differenz ist de facto eine Subvention. Und woher kommt das Geld? Erstmal gucken, wie viel. Also nächstes Jahr werden wir insgesamt etwa 23,5 Milliarden Euro für genau diese Subventionen ausgeben. Dieses Jahr waren es ein bisschen weniger, also mehr so um die 20 Milliarden. Ich glaube 2012, da hat man schon gesicherte Zahlen, da waren es 15 Milliarden oder so. Also es ist eine ganze Menge Geld. Und die Menge wird immer größer. Woher kommt das Geld? Na, es wurde schon angesprochen. Das zahlen wir alle, wenn wir Strom bezahlen, weil auf dem Strompreis ist eben, oder wird die sogenannte EEG-Umlage erhoben. Im Moment sind es 5,2 irgendwas Cent pro Kilowattstunde und ab nächstes Jahr sind es 6,2 Ungrad. Hier haben wir die Zahlen, genau. Also 2000 war es noch 20 Cent pro Kilowattstunde. Ist exorbitant gestiegen. Sieht fast aus wie das, was sich Ökonomen oder Wirtschaftswachstum vorstellen. Also ein exponentielles. Und es ist inzwischen beschlossen, dass ab nächstem Jahr die Umlage bei 6,24 Cent pro Kilowattstunde liegen wird. Das sind 20-25% des Strompreises. Und darauf zahlen sie dann nochmal Mehrwertsteuer. Das nur nebenbei. Das heißt, das macht einen beträchtlichen Anteil dessen aus, was Sie und ich jeden Monat bezahlen für unseren Strom. Und hat aber auch einen deutlichen Effekt, weil diese Subventionen sind anscheinend so attraktiv, dass massenweise Windkraftwerke gebaut werden, massenweise Solaranlagen gebaut und auch noch einige andere Energieformen. Und eben der Anteil der erneuerbaren Energien an der Gesamtstromproduktion von, ich weiß nicht, etwa 3% im Jahre 1990 auf jetzt, so etwa 23% gestiegen sind. Und das ist noch irgendwie,